Ein Börsenmoderator trifft den anderen Börsenmoderator. Bei mir ist jetzt Mick Knauf und das freut mich ganz besonders, mal hier einen Kollegen vor dem Mikrofon zu haben. Und Mick Knauf, ich möchte gern mal wissen, wie Sie eigentlich in so einen Börsentag hineinstarten. Also was sind so die ersten Sekunden, wenn Sie die Äuglein geöffnet haben? Gehen die dann sofort auf das iPhone oder auf andere Smartphones, um sich um die ersten Kurse aus der Nacht zu kümmern? Oder lassen Sie es eher geruhsam und gemütlich angehen? Nein, ist tatsächlich so. Ich bin großer Laufbandfreund. Also das heißt, ich orientiere mich abends, nachts schon an den amerikanischen Kursen, schaue dann drauf, wie die Amerikaner geschlossen haben, um die erste Indikation zu haben. Und frühmorgens kümmere ich mich dann direkt mal um Asien. Ja? Also es ist wirklich so Augen auf, aufstehen, Zahnbürste rein, Kaffee kochen und dann allerdings schon nach den ersten Kursen schauen, damit man halt eben schon mal so eine leichte Indikation, eine Idee für den Tag halt eben hat, wie er denn kommen könnte. Also immer ganz nah dran am Markt. Und dann geht's wann ungefähr an die Börse? Naja, dann sind wir so etwa 5:30, 6 an der Börse. Die erste Schalte ist ja dann vorbörslich schon um 7:10. Ja, und da muss man ja schon dementsprechend dann noch gebrieft sein. Da muss ich wissen, was haben die Amerikaner gemacht, klar, was haben die Asiaten gemacht und wie wird der DAX natürlich heute erwartet? Was könnte da auf uns zukommen? Die Tagestermine natürlich im Blick, Quartalsberichtssaison im Blick, was machen die Amerikaner am Nachmittag, welche Konjunkturdaten gibt es noch? Und das alles muss natürlich vorbereitet werden. Und dann geht das so bis spät in den Abend hinein. Aber wann finden Sie denn da noch Zeit, zu Ihrem Schneider zu gehen? Sie sind immer bestens gekleidet. Das fällt natürlich auf. In den Zwischenpausen dann halt eben auch. Oder tatsächlich am Abend. Aber am Abend, sage ich immer, haben wir natürlich ab 20 Uhr in Frankfurt jede Menge Veranstaltungen. Ja? Und da muss man natürlich auch präsent sein, zu schauen, oh, ist dieser Gast, ist jener Gast, würde der für uns taugen? Was hat er Interessantes zu sagen? Was gibt es an neuen Produkten, an neuen Unternehmen? Also der Markt steht ja nie still. Kennt man ja in Stuttgart dementsprechend bei Holger Scholze auch. Also eigentlich ist man ja immer mit Geschehen. So, und dann sammelt man diese ganzen Informationen und muss die verarbeiten. Und deswegen will ich natürlich auch von Ihnen mal wissen, wie Sie die aktuelle Börsensituation einschätzen. Wir haben so ein paar trübe Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt bekommen. Japan, der Export war auch ein bisschen enttäuschend. In China der Einkaufsmanager-Index in der Industrie, zweiten Monat rückläufig. Also ein bisschen merkwürdig eigentlich. In Amerika können wir es noch aufs schlechte Wetter schieben. Aber ansonsten haben wir jetzt vielleicht doch nicht so diesen tragenden konjunkturellen Aufschwung, wie wir eigentlich geglaubt haben. Also Kaufargumente bin ich dabei, sehen wir momentan eigentlich eher wenig. Ich meine, wir sind ja Anfang des Jahres schon sehr stark gelaufen, bis auf die 9.800er Marke beim Leitindex, beim DAX. Wir haben aber diese Woche gesehen, gerade Anfang bis Mitte der Woche, der Markt auf der Stelle getreten. Wir schauen natürlich jetzt logischerweise gar nicht mehr so sehr auf Europa, auf die Finanzkrise, sondern, wie gerade richtig angesprochen, Thema Schwellenländer. Wir hatten es eben auch in der Podiumsdiskussion schon. Das wird ein Blickpunkt sein. Letztlich die Amerikaner, hallo, sie werden natürlich ihren Haushalt bestellen. Sie werden natürlich irgendwann logischerweise das Tapering weiter fortführen und vielleicht auch die Leitzinsen anheben. Aber ich denke, die Amerikaner kommen immer aus ihrem eigenen Sumpf raus. Für den Anleger ist es momentan allerdings schwierig, sich zu positionieren. Bin ich ganz bei Ihnen, weil die Luft oben natürlich jetzt dünn geworden ist. Und wir haben ja gesagt, bei 9.800, naja, 10% an Korrektur. Da legen wir aber schon unter der 9er Marke und da waren wir bisher noch nicht. Und das ist aktuell ein wirklich sehr, sehr gefährliches Fahrwasser. Also wie Oliver Roth heute gesagt hat, er rät niemandem in den Markt reinzugehen, sondern eher mal am Seitenauszustehen, ein bisschen abzuwarten. Das ist eben auch so mein Eindruck. Wir hatten zwar eine kleine Korrektur, die alle irgendwie erwartet hatten. Ja. Die kam nun schon. Aber war es das tatsächlich schon? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nochmal, dass es ordentlich nach unten geht. Muss ich auch sagen, habe ich persönlich kein Problem mit, wenn wir nochmal unter die Marke von 9.000 gehen. Weil jetzt traut sich sowieso keiner in den Markt rein. Weil die meisten sagen, na, ist mir zu heiß gelaufen, die ganze Nummer. Bin ich ein bisschen vorsichtig. Also, wenn wir jetzt mal wieder weiter runtergehen, ordentlich, vernünftig korrigieren, scheibchenweise langsam, unter der 9er Marke liegen und das auch über den Sommer, glaube ich, haben wir trotzdem hinten im Herbst mal wieder Kraft und Fahrt, dass der DAX tatsächlich seine 10.000er Marke erreichen kann. Und vielleicht sogar noch einen Schwaps oben drüber. Einige sagen ja 11, 12. Was glaubt Mick Knauf? Ja, ich bin da nicht so ganz vermessen. Ich bin zuerst mal froh, wenn wir psychologisch die 10er-Marke haben. 10.500 sehe ich den Markt auch nicht. Also 12 ist mir ein bisschen viel. Ja, sehr, sehr gut. Also lieber ein bisschen vorsichtiger sein, gar keine Frage. Ein bisschen verunsichert waren Anleger auch, die sich zumindest einen Teil des Portfolios in Gold gelegt hatten. Ja. Jetzt hat der Goldpreis aber mächtig korrigiert, im vergangenen Jahr vor allen Dingen auch nochmal Silber auch noch mitgekommen, die Edelmetalle. Und nun gibt es so eine kleine Aufwärtsbewegung, charttechnische Marken wurden durchbrochen, jetzt hängt er aber fest. 1315, massiver Widerstand,
Was glauben Sie, wie wird sich's mit dem Goldpreis in diesem Jahr weiterentwickeln? Ja, schwierige Frage. Wir haben ja gesehen, meine, als der Goldpreis kurz vor der 2000er-Marke war, da haben ja schon wieder welche 2.500, 3.000, 3.500 ausgerufen. Dass er dann nicht kam, war eigentlich genauso klar wie beim Leitindex beim DAX, als Anfang Januar die 10.000er ausgerufen worden ist. Als alle schrien, dann war mir klar und bewusst, das kommt nicht. Gold natürlich als sicherer Hafen, immer wieder gern genommen von den Aktionären, von den Anlegern. Aber auch da ist viel, viel Verunsicherung drin. Aber ich glaube nach wie vor, dass der Goldpreis sicherlich noch Kapazität, Platz hat bis auf die 1.500. Nun geht ja der Goldpreis immer wieder auch als sicherer Hafen, gerade in Krisenszenarien. Wo lauern denn aktuell an den internationalen Märkten so die größten Gefahren? Vielleicht auch von geopolitischer Seite her. Wir haben jetzt natürlich gerade diese ungute Situation in der Ukraine. Das spielt aber für die Finanzmärkte keine Rolle. Wir hatten aber die Situation in Syrien, hat sich auch entspannt. Auch mit dem Iran spricht man wieder. Aber könnte es trotzdem irgendwo ein Risiko geben, was jetzt überhaupt noch gar keiner so richtig öffentlich auf der Pfanne hat? Also ich muss sagen, was mich etwas wundert, ist, dass wir in letzter Zeit wenig von Europa gehört haben. Wir haben wenig von Italien gehört. Gut, es gibt einen neuen Ministerpräsidenten, auf den bauen ja die Börsianer, dass die Reformen schneller nach vorne getrieben werden. Wir hören aber wenig von Spanien. Die Griechen haben gesagt, okay, sie kriegen langsam ihren Haushalt auf die Reihe. Naja, muss man dazu sagen, da lassen wir zuerst einmal gewisse Kommissionen einziehen. Worüber ich gar nichts höre und wo ich sehr vorsichtig bin, ist Frankreich. Die Situation in Frankreich, Arbeitslosenzahlen, Wirtschaft und. Da hören wir fast nichts drüber. Aber Frankreich mit als größter Partner Europas, wenn die wirklich mal absacken sollten, ich glaube, dann fallen uns auch die europäischen Börsen ganz klar wieder runter und auf die Knie. Der Herr Hollande hat ja auch in jüngster Zeit mehr Zeit im Bett verbracht als unsere Kanzlerin mit ihrem Beckenbruch. Aber er kümmert sich ja trotzdem ums Land. Ne? Ist ja klar. Aber von Frankreich haben wir ja gehört. Bruttoinlandsprodukt eigentlich besser als erwartet gekommen. 0,4% waren es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also da könnte es schon sein, wenn keiner was erwartet, dass die eher positiv überraschen. Das wäre natürlich schön, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn wir endlich mal Ruhe in das europäische Haus reinbekommen. Denn das Thema Schwellenländer haben wir ja in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen. Das ist der Ball, der ja momentan gespielt wird. Dass doch zum Beispiel gerade aus der Türkei massive Mittelabflüsse stattfinden. Und da müssen wir halt eben wirklich ein Auge drauf werfen. Trotzdem werden wir auf Micknauf hören und werden Europa nicht aus den Augen verlieren. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Erläuterungen. Und ich danke herzlich und ich werde die Börse Stuttgart immer im Auge behalten. Wichtig. Dankeschön. Danke.